Ich muss zugeben, ich bin echt überwältigt, dass ich eingeladen wurde. Ich bin heute gelandet vor circa 2 Stunden. Ich war heute noch in Wien. Ich war überwältigt, als ich gehört habe, um welches Thema es heute geht. Ich wusste gar nicht, also ich habe mir zuerst gedacht, diese Veranstaltung findet wahrscheinlich jedes Jahr statt. Nur dass das heute so zum ersten Mal stattfindet, macht mich jetzt gerade sehr nervös, muss ich ganz zugeben. Die Sache, um die es geht, ich habe mir lange überlegt, wie ich die Inputs reinbringen kann. Es wurde kurz vorher so erwähnt, ich habe ein Unternehmen aufgebaut in den letzten paar Jahren. Ich habe in meinem Leben ziemlich viele Zickzack-Kurse eingeschlagen und ich habe mir gedacht, ich rede heute ein bisschen über das Thema Simplicity, weil um Regeln zu brechen, muss man mal verstehen, so warum eine Regel überhaupt keinen Sinn macht. Oder zurückgehen und wieder zurückgehen zu einer Wurzel. Das Thema Simplicity selbst ist etwas, schleiches nach im Duden. Simplicity bedeutet Schlichtheit oder Einfachheit. Und ich habe diese Schlichtheit und diese Einfachheit in den letzten 3 Jahren entdeckt, indem ich die Chance hatte, mit über 4000 Menschen zu reden über ihr Leben und ihren Werdegang, und zwar weltweit. Und das zeige ich euch ganz kurz. Ja, 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 nena iga otteso, sarange na iga innayo. There are many things I love. Very much. I chose to be a chef, not because I wanted to cook, but because I wanted to see the world. I didn't want to stay in Austria for all my life, so I chose to become a chef, and I love it. All the opportunities that I had, they're not very common for those people that come from the same background, that come from the same place where I come from. I studied in a public school. I had the chance to actually live what most people live here. But, you know, getting access to education is not possible for everyone. So I just wanted to make sure that I would be able to help others get the same opportunities that I've had the chance to have. I started Kung Fu is because my teacher is just know us, then coming say, oh, do you interested in Kung Fu? I say, what is Kung Fu? They say, you know the movie Shaolin Temple? I say, yes. And I have weapons? Yes. Do you like play that? I say, yes. A couple years I feel it's not exactly like that fun. It's more tired, more, you know, painful. Learn as much as possible from those who want to teach you. And there's a lot of experienced people around, people who did mistakes before you, people who made things good. Just learn with them. Learn from them. And this is the most important thing. So haben die letzten Jahre meines Lebens ausgesehen. Ich habe erfahren, dass, oder für mich festgestellt, dass die simpleste Art und Weise, sich weiterzuentwickeln, in der Kommunikation liegt. Aber das möchte ich ein bisschen erzählen. Ich hatte mal einen richtigen Job. Ich war mal bei Siemens, ich war Unternehmensberater. Ich bin nicht immer so rumgerannt, Startup und so. Ich hatte mal so richtige Jobs. Ich hatte dort einen Chef, der war Projektleiter, der hat immer zu mir gesagt, wenn etwas zu komplex wird, denk immer an den Kuss, hat er gesagt. Was er damit gemeint hat, hinter dem Wort Kiss verbirgt sich ganz einfach das Keep it simple, stupid. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich kennen. Ganz kurz zu mir, weil vorhin einige Leute gesagt haben, sie sind die voll Obernerds. Ganz kurz mal zu mir. Mein Name ist Ali. Ich bin 33, ich bin Flüchtling, also meine Eltern sind geflohen, als ich 2 Jahre alt war, aus dem Iran. Ich bin nach Österreich gekommen, bin der klassische Schulabbrecher. Ich war bei einer HTL für Hoch- und Tiefbau, habe dann abgebrochen, ein halbes Jahr vom Abi, habe dann eine andere Schule fertig gemacht für Software Engineer und dasselbe dann noch auf einer Uni fertig studiert, berufsbegleitend. Das heißt, ich kann auch C programmieren und ich bin eigentlich der Obernerd. Also ich kann ein Haus planen, es bauen und auch die Heizungsanlage programmieren, wenn es sein muss, theoretisch. Ich habe in meinem Leben über 40 Jobs gemacht. Aus einem einfachen Grund, mein Vater hat als Kind immer zu mir gesagt, wenn du herausfinden willst, wohin es im Leben geht, musst du mal herausfinden, welche Dinge dir Spaß machen und vor allem, welche Dinge du überhaupt nicht machen willst. Und das geht nur, wenn du alles ausprobierst. Und in Österreich war es halt möglich, das erste Mal zu arbeiten mit 15 Jahren damals. Ich habe halt alles gemacht. Also ich habe
Boden geputzt, ich habe Nachhilfe gegeben, ich hab Straßenverkehrszählung gemacht, beim U-Bahn-Bau mitgeholfen. Ich habe in einer Fastfood-Kette Boden geputzt, dann haben sie gemerkt, ich kann gut Deutsch, dann war ich an der Kasse im Key-Account. Ich habe ganz vieles ausprobiert und aus dieser Erfahrung, aus dieser Neugier meines Lebens habe ich dann irgendwann begonnen, eine eigene Firma aufzubauen. Das ist eigentlich so ein Freizeitprojekt. Heute ist es eine Company mit 41 Mitarbeitern oder 42 Mitarbeitern. Sieht man sich mein Leben vielleicht an und so wie ich mir damals Karriere gedacht habe, bin ich de facto ein Fehler im System. Also hätte ich als Kind zu meinen Lehrern und zu meiner Mama gesagt, ich möchte mal so ein Leben haben, hätten sie zu mir gesagt, du bist wahnsinnig, das ist ja kein Leben, das ist ja keine Struktur. Was ich erfahren habe, ist, dass das aber komplett normal ist. Kein Mensch sucht sich sein Leben aus. Menschen glauben, sie sind alle so voller Pläne und das Leben selbst ist ein kompletter Zufall. Ich selbst habe das Riesenglück, so trotz diesen Zickzack-Werdegangs bin ich seit 2 Jahren, glaube ich, seit Mai 2013. Ich stelle mich mal rüber, das ist mir da zu eng. So, daher. So geht's. Sehe ich alles? Sekunde. So, ich bin seit... viel besser. Ich bin seit 2 Jahren auch europäischer Botschafter für Jugend. Angeblich auf Lebenszeit, hat die EU gesagt. Ja, das ist ziemlich cool. Und warum ich aber eigentlich heute hier stehe, ich bin so der klassische Vertreter einer Generation Y. Also ich bin Baujahr 81. Als ich geboren wurde, gab es kein Internet, es gab keine Handys. In der Art und Weise, als ich dann 14 Jahre alt war, hatte ich dann schon mein erstes Handy. Ich bin mit dem Internet dann auch aufgewachsen. Ich weiß noch, als ich 14 Jahre alt war, haben wir damals einen Internetanschluss bekommen. Die Österreicher kennen es, das war Cello damals. Ich habe sogar eine Woche lang Schul geschwänzt, ja, um nur im Internet herumsurfen zu können. Und ich war einer dieser Leute, die diese Sony Ericsson-Handys hatten, diese großen, riesigen, mit denen man jeden Einbrecher erschlagen konnte, wenn da mal einer gekommen ist. Als ich eingeladen wurde, haben der Kai und ich telefoniert. Und ich habe zu ihm gesagt, was soll ich denn bringen? Und er hat gesagt, einen Impuls über Startups und hin und her. Und hat gesagt, er will 3 Sachen. Er hat gesagt, das soll interessant sein, voller Erfahrung und inspirieren. Und dann sagt er zu mir, aber Ali, du hast nur 60 Minuten. Ja, und ich habe zu ihm gesagt, du, Kai, ich bin Perser, das ist ein Problem. Kurze Frage, nämlich, das ist ganz wichtig nämlich für den Vortrag, muss zu verstehen. Wer kennt Perser? Das ist jetzt voll wichtig. Also, oder wer hat Perser im Freundeskreis? Okay, nicht alle. Gut, Glück gehabt. Kurze Einführung ins Persertum, das ist ganz wichtig. Ja. Ich schätze mal, die meisten haben einen Fernseher. Wenn ihr derzeit den Fernseher einschaltet, wir sind derzeit die mit der Atombombe. Ja. Wir sind die halbe Welt, die wir bedrohen. Wir haben die Bombe und hin und her. Was? Wir haben sie. Na, Spaß. Wir sind auch angeblich die besten Teppichverkäufer. Also für das sind wir auch bekannt. Ja, also wir sind angeblich die besten Teppichverkäufer der Welt. Wenn ihr mal nach Hamburg zum Flughafen geht oder nach Wien, werdet ihr sehen, 90% der Taxifahrer kommen aus dem Iran. Und im Iran ist immer dasselbe, wer die Fahrprüfung nicht schafft, der wird meistens Arzt. Also für das sind wir auch ganz bekannt. Ja. Ich bin nichts von all dem, was aber Perser alle gemeinsam haben, ist, sie reden verdammt schnell und verdammt viel. Das heißt, falls ich ein bisschen zu schnell reden sollte, einfach Fragen stellen. Falls ich überziehen sollte, bitte nicht böse sein. Ja. Das ist irgendwie, ja, das liegt mir im Blut. Aber da wir sowieso eine halbe Stunde zu spät gestartet haben, habe ich jetzt keinen Stress damit. Eines, was urcool ist, ich habe meine Freundin in Berlin kennengelernt. Das war im Oktober. Und als ich dann gehört habe, ich habe die Möglichkeit, hierher zu kommen, habe ich das extrem cool gefunden. Und auch die Neos finde ich extrem cool. Also ich bin normalerweise jemand, der nicht politisch ist, aber die Neos habe ich letztes Jahr wirklich voll unterstützt in Österreich, weil ich es einfach cool gefunden habe. Die haben sich einfach nichts geschissen. Und ich habe mir gedacht, cool, jetzt werde ich da eingeladen. Das ist jetzt auch eine Premiere und habe jetzt vorher mir gedacht, so eine Chance kriege ich nie wieder. Können wir alle kurz aufstehen für ein Foto? Das glaubt mir nämlich kein Mensch in ein paar Jahren, wenn ich sage, ich war damals dabei. Einfach alle mal aufstehen, das ist kein Scherz. Mein Gott, das ist ein Barcamp. Schlafen alle so. Und auf 3 schreien dann alle irgendwie CDU. So. Nein, Spaß. Neos, okay? Auf 3 schreien alle Neos, okay? 1, 2, 3. Neos. Gut, sind alle doch wach. Das ist gut. Das Thema, das könnt ihr dann auf Facebook finden, das Foto, ja? Könnt sich dann alle taggen. Das Thema Simplicity, ja? Über simple Dinge zu reden, ist gar nicht so einfach, wenn man selber darüber nachdenkt. Und ich frage oft meine Freundin immer, wie sie Dinge sieht. Und ich habe sie einfach letzte Woche gefragt, das ist meine Freundin, als sie in Berlin war, das war unsere Fernbeziehung, sie in Berlin, ich in Wien über Skype. Und ich habe sie letzte Woche einfach so gefragt in Wien, was ist für dich simpel, wenn du über simple Dinge nachdenkst in deinem ganz normalen Leben? Und ihre Antwort war, die Mikrowelle ist simpel. Und ich habe sie gefragt, wie meinst du das? Hat sie gesagt, naja, das Ding hat die komplette Küche quasi komplett obsolet gemacht. Jeder Mensch auf der Welt weiß, wie das Ding funktioniert. Da dreht man, geht auf einen Knopf, das Ding funktioniert einfach. Sieht man sich aber an, wie der Hersteller selber sich die Mikrowelle überlegt hat, im Grunde sieht man, dass es da ein 62-Seiten-Manual gibt und das Ding kann alles. Ich glaube, das kann sogar fliegen, wenn man möchte. Nur wir setzen es nicht so ein. Jeder Einzelne von uns hier würde wahrscheinlich, wenn ich ihn frage, von sich selbst behaupten, er ist ein moderner Mensch, er oder sie. Davon gehe ich mal aus. Wir Menschen sind in den Dingen, die uns wichtig sind, waren wir immer schon einfach gestrickt. Wir hatten einige Dinge, die uns immer wichtig waren in den letzten Jahren. Ich nenne sie immer gerne den Maslow 2.0. Sind unsere Grundbedürfnisse ein bisschen erweitert worden. Wir sind in einer Welt, die ist connected.
weltweit, hat das auch jeder gesehen? Cool. Und jetzt haben es einige gesehen. Cool. Wir sind in einer Welt, in der ich auch aufgewachsen bin, wo wir alle Dinge, die wir wollen, mit unseren Smartphones erledigen können. Das brauche ich Ihnen jetzt nicht erklären oder euch. Ich kann sogar meine Weihnachtsgeschenke komplett online machen per Smartphone mit einer App. Und früher war es ganz normal, dass ich mich an einem Samstag in eine Einkaufsstraße geschmissen habe, mir diese ganzen Sachen selber zusammengekauft habe. Das kann ich heute alles online machen. Und sehen wir uns die Welt an, diese ganzen Möglichkeiten, die herausgekommen sind, sind ja eigentlich dafür da, um unsere Welt effizienter zu machen, uns mehr Zeit zu verschaffen. Und man könnte eigentlich denken, dass alles gut ist, ja, dass das Leben fantastisch ist, so wie wir es alle leben. Die Wahrheit ist, dass die Welt heute dort, wo sie steht, mit all diesen Top-Möglichkeiten, die wir haben, dazu geführt hat, dass sich viele Menschen gerade in Mitteleuropa fühlen wie in einer Überlastung. Das sage jetzt nicht nur ich selbst fühle es auch. Diverseste Bereiche, der komplette Arbeitsbereich. Die Menschen sagen immer, ich habe zu viel zu tun. Ich habe viel zu viel zu arbeiten, obwohl wir auf der anderen Seite diese ganzen Technologien haben, die uns helfen sollte. Der ganze neue heiße Scheiß ist bei den Studenten Burnout. Und das stimmt leider wirklich. Es gibt derzeit, wenn man sich die ganzen Unis anschaut, immer mehr Personen, ganz junge, die einfach sagen, sie kommen überhaupt nicht mehr klar mit dieser ganzen Informationsflut. Das ist ihnen zu viel, diese ganzen Anforderungen. Und dann gibt es natürlich noch die lieben Eltern. Und all diese Dinge gibt es aber seit 10 Jahren, seit 100 Jahren. Es gab schon immer Menschen, die in ihren Jobs waren. Aber heute haben wir eben eine Welt, in der es heißt, wir haben keine Zeit mehr. Fragt man einen Zeitforscher, haben wir denn wirklich keine Zeit, bekommt man so eine Antwort. Das war der Karl-Heinz Geißler, das hat er vor ein paar Monaten gesagt. Er hat gesagt, wer sagt, er hat keine Zeit, der lügt oder der ist tot. Und ich glaube, das stimmt. Wir haben zwar unsere Handys, wir können natürlich von unterwegs arbeiten, wir können unsere Mails immer checken, nur wir Menschen sind leider so dumm, dass wir diese freie Zeit, die wir uns selber quasi erarbeiten, wieder vollfüllen mit noch mehr Arbeit. Und die Welt, die sich dann entstanden ist, es war mal eine Zeit lang cool, diesen Freizeitstress zu haben, rumzulaufen, ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun, ich bin so wichtig, die Mail noch dort, ich kann überhaupt nicht. Und heute sind wir in einer Welt, wo die Leute sich zurückziehen, die ganzen Top-Manager irgendwie in die Berge fahren, ins Kloster und dort mit irgendwelchen Pferden sprechen, um wieder runterzukommen und wieder zu sich zu finden. Und die Welt ist, wenn man sich anschaut, wer die Welt wirklich verändert hat, diese Leute hatten auch nur 24 Stunden. Wir alle haben nur 24 Stunden. Es geht nur darum, wie man damit umgeht. Und die Dinge, die die Welt verändert haben, ich nenne sie gerne diese Game Changer, die unsere ganzen Lebensbereiche verändert haben, sind meistens technologische Sprünge. Es sind einfach Dinge, die uns plötzlich mehr Möglichkeiten gegeben haben, Dinge umzusetzen, die wir immer umsetzen wollten. Die Menschen wollten immer miteinander kommunizieren, die haben Briefe geschrieben. Dann kam so etwas namens Internet. Und das habe ich selbst erlebt. Wir Menschen aber haben niemals gelernt, mit dieser Informationsflut umzugehen, weil jeder von uns kennt das. Du hast das Internet, du hast die Möglichkeit, auf alle Informationen der Welt zuzugreifen und du weißt nicht, wie du das quasi einordnen sollst. Wenn man sich Kinder anschaut, Kinder laufen herum auf einem Spielplatz, machen Fehler, stehen wieder auf, die hinterfragen alles. Kinder wollen immer wissen, so, warum ist das, warum ist das so, warum ist das so. Dann kommen die in die Schule und in der Schule gibt es nicht diese Individualität. In der Schule gibt es den und den Stoff, das und dieses Buch und genau das hast du zu lernen. Es geht nicht darum, sich selber irgendwie zu organisieren, sondern es ist alles vorgegeben. Und dann wundert man sich, wenn Menschen plötzlich den Zugang haben zu allen Informationen dieser Welt und alle sagen, ich bin überlastet. Die meisten Menschen, wenn sie ein bisschen müde sind, das wird jeder von euch kennen, ihr geht ins Internet, ihr wollt eine Website ansurfen, plötzlich findet ihr euch auf irgendeiner anderen Internet-Website und scrollt und scrollt und scrollt. Plötzlich habt ihr 10 Tabs offen, kennt euch von hinten nicht mehr aus und dann sagt ihr nur, oh, mir reicht's. Und wir haben alle Möglichkeiten dieser Welt und wir nutzen sie nicht, um uns Zeit zu ersparen, sondern das sind ganz normale Bilder von auf der Straße. Wir alle kennen das. Das ist in meinem eigenen Freundeskreis. Und die Leute, die das Glück haben und keinen Akku mehr haben, schauen sich auch immer ein bisschen einfach mal so die Umgebung an. Wir sind in einer Welt, wo wir einfach nie gelernt haben, mit diversesten Dingen umzugehen. Und beim Internet, das ist der Klassiker, ist dann eine Sache, das nennt sich dann in der Wissenschaft, es gibt eine Informationssättigung. Die Leute wollen zwar Informationen, werden aber komplett erschlagen von dem Ganzen. Was Menschen noch nie gelernt haben, ist zum Beispiel, ich habe mich damals selber ertappt, als das Internet gekommen ist, ich habe gedacht, ich kann alles parallel machen, ich bin multitaskingfähig. Das war auch mal so Wort des Jahres damals. Was man aus der Gehirnforschung weiß, wir Menschen können nicht Dinge parallel machen. Das ist ein Irrglaube. Wir arbeiten alles hintereinander ab, aber weil wir uns so viel selber zumuten, glauben, jede freie Sekunde zumüllen zu müssen mit noch mehr Tasks, kommen wir einfach in dieses, okay, ich kann jetzt 4 Sachen gleichzeitig machen. In Wirklichkeit ist es so, dass wir eine Tätigkeit beginnen, sie unterbrechen wegen einer anderen Tätigkeit, dann draufkommen, da war eine andere Tätigkeit und bis wir da diesen Switch wieder hinbekommen, ist unser Gehirn zu langsam, das wieder aufzunehmen. In Wirklichkeit sind die Menschen, die so arbeiten, brauchen viel länger als andere Leute, die sich die Zeit nehmen und Sachen einfach sequenziell abarbeiten. Am Ende des Tages reden wir immer alle über Fokus, Fokus, Fokus.
Das ist das Wichtigste. Red mit einem Top-Manager, red mit Leuten aus dem Startup, was das Wichtigste im Leben, um weiterzukommen, dann sagen sie immer Fokus. Nicht zu viel anfangen. Das Witzige ist, dass sich das in allen Bereichen des Lebens durchsetzt. Der Fokus ist keine Erfindung der Neuzeit. Ich hatte als Kind habe ich ein Buch bekommen von meiner Mama, Den kleinen Prinzen. Das ist mein Lieblingsbuch. Und der Autor damals, der Antoine de Saint-Exupéry, hat was ziemlich Cooles gesagt zum Thema Schlichtheit und Fokus. Der hat einfach gesagt, ein Text ist dann vollkommen, wenn man nichts mehr weglassen kann. Was ich damit meine, ist, dass wir uns, wenn wir uns diverseste Branchen anschauen, die sich verändert haben, haben die Branchen immer irgendeinen Need erfüllt. Danach gab es Möglichkeiten, die uns die Möglichkeit gegeben haben, diesen Need noch mehr und noch besser zu erfüllen. Das waren meistens technologische Sprünge. Und dann kam es zu einer Art Sättigung, wo dann irgendjemand anderes gesagt hat, jetzt müssen wir uns wieder fokussieren. Dieses ganze Ding gibt es noch nicht so ein cooles Bild, aber ich bringe jetzt ein paar Beispiele. Entertainment-Branche. Menschen wollten immer unterhalten werden, sind ins Theater gegangen, es gab immer schon Sänger und. Dann gab es immer noch das Fernsehen und die Leute konnten sich quasi besser unterhalten. Dann gab es technologische Sprünge. Das Internet, Set-Top-Boxen, ich kann mir zu Hause eine Box hinstellen mit 400 Sendern und ich habe plötzlich Zugang zu allen Medien dieser Welt. Und dann kommst du zu einer Sättigung, wo dann irgendwelche ziemlich smarten Leute sagen, warte mal, das ist doch alles viel zu viel. Menschen können ja damit überhaupt nicht umgehen, die brauchen das ja gar nicht. Wie wäre es, wenn wir uns genau den Fokus anschauen, den Menschen brauchen? Und Menschen, die unterhalten werden wollen, wollen die in Wirklichkeit ihren Lieblingsfilm zu dem Zeitpunkt ansehen, wo sie die Zeit dazu haben. Und sie wollen auch nicht für ein Riesenpaket zahlen von 500 Filmen, sondern vielleicht nur für diesen einen Film oder vielleicht eine kleine Pauschale. Und dann entstehen Dinge wie Spotify, das kennt wahrscheinlich jeder, die derzeit dabei sind, Radio und Fernsehen, wie wir es kennen, komplett zu zerstören. Einfach, weil sie sich wieder fokussieren auf das, was der Mensch braucht, in der simpelsten Art und Weise, anstatt alles anzubieten. Ein anderer Bereich ist die Kommunikation. Ich glaube, Menschen reden alle gerne miteinander. Also ich tue es zumindest meistens. Es gab den Need, in Kontakt zu treten. Dann gab es plötzlich unsere Handys, die irgendwann rausgekommen sind. Und die Dinger können mittlerweile auch telefonieren noch, aber... Also die Handys irgendwann, die konnten echt dann schon alles. Ja, die wurden immer größer, immer cooler, noch mehr User Interface, mehr Optionen. Die Dinger sind die besten Computer der Welt. Die konnten natürlich alles. Und dann kam aber einer daher und hat gesagt, hey, fokussieren wir uns auf das, was der Mensch braucht. Er braucht keine 1000 Tastaturen, keine 1000 Optionen. Es sind simple Dinge, die ein Mensch benötigt. Und die Firma Apple, wie es man hat mit diesem Ansatz, sich mehrere Branchen anzuschauen und das dann komplett runter zu fokussieren, hat mehrere Branchen halt wirklich komplett verändert. Das kennen wir. Ein Lieblingsbeispiel von mir, Mobility, da hat jemand vorher Hashtag gehabt, Mobility. Menschen wollten immer von A nach B. Zuerst waren es Pferde, Esel, irgendwann waren es Autos. Dann sind die Autos immer besser geworden, sind zu einem Statussymbol geworden. Die Autos sind schon vor allem der Computer. Und dann geht jemand her und sagt, warte mal, brauchen das die Menschen überhaupt? Nein. Die heutige Generation will dann Auto fahren, wenn sie das Ding braucht. Und dann gibt es Dinge wie Car2Go oder Uber, wo ich de facto nur ein Smartphone brauche, aber genau denselben Need erfüllen kann. Und zu was ich kommen möchte, ist, dass Simplicity Leader killen kann. Leute, die ein Monopol haben, die erfolgreich sind, die vergessen oft, auf den Fokus zu schauen. Die nehmen noch mehr dazu. Mein Lieblingsopfer hier ist Yahoo. Yahoo hat begonnen als Suchmaschine und ein Ziel war, durchs Internet suchen zu können. Dann sind sie irgendwann drauf gekommen, naja, wir könnten ja eigentlich noch mehr auf diese Seite hingeben, weil wir einfach den Platz dafür haben. Dann haben sie das Ding vollgemüllt. Mittlerweile haben sie halt auch eine Suche. Dann kamen ein paar Jungs her und haben gesagt, hey, wir wollen die Suche so gut wie möglich machen. Und die Website schaut, glaube ich, seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren genauso aus. Und wer diesen Krieg gewonnen hat, wissen wir. Google hat 1000 andere Services und 1000 andere Dinge, nur sie würden es niemals hier vollstopfen, weil sie wissen, Menschen wollen einen Service wirklich nur dann nutzen für eine Tätigkeit, die sie haben. Und nicht quasi so etwas in einen Bauchladen. Was diese Dinge gemeinsam haben, ist, sie sind so simpel, dass man einfach bei diesen Services nichts mehr wegnehmen kann. Und ein Beispiel, das schön heranführt, wie man lernt, so zu denken, hat Pablo Picasso mal gebracht. Da hat seine Studenten mal gefragt, wie viele Striche es braucht, um einen Stier zu zeichnen. Kennt jemand die Antwort? Ha? Na, schön wär's. Also den Strich, na, das gibt's leider nicht, nein. Der hat seinen Studenten diesen Stier gezeigt und hat gesagt, ihr habt einen Tag lang Zeit, alles wegzunehmen und es soll immer noch ein Stier bleiben. Aber so wenig Striche wie möglich. Die meisten haben es nicht geschafft. Am Ende des Abends hat er ihnen das gezeigt. Das waren 9 Striche. Und wenn jemand weiß, wie ein Stier ausschaut, merkt man das. Damit wollte er den Leuten beibringen, ihr könnt es immer noch alles schaffen, wenn ihr euch fokussiert auf das, was man wirklich braucht. Auf die DNA einer Sache. All diese anderen Sachen, links und rechts, die könnt ihr weglassen, das ist Ballast. Und es ist interessant, dass das Unternehmen Apple, das so viele komplette Branchen verändert hat,
dieses Bild in der eigenen internen Apple Academy hat für alle Personen, die dort neu anfangen, die lernen sollen, wie Apple funktioniert. Da geht es darum, die anderen Unternehmen, die ganzen großen Technologiekonzerne, die setzen darauf immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und Apple sagt, sowas braucht es wirklich und das machen wir gut. Ich bin jemand, ich habe in den letzten 3-4 Jahren die Chance gehabt, mit 300 bis 400 Organisationen mir anzuschauen, dort mit den Menschen zu reden. Und zum Thema Organisationen habe ich einen ganz eigenen Zugang. Ich habe vor 4 Jahren oder so nicht mal gewusst, wie man das Thema Human Resources irgendwie schreibt oder buchstabiert. Jetzt habe ich ein Internet-Startup in diesem Bereich. Und ich möchte mal kurz zeigen, wie ich selber versucht habe, meine Ideen in meinem Leben umzusetzen, wie ich versucht habe, Regeln zu brechen, wie ich versucht habe, noch die Dinge zu tun, die ich immer machen wollte, weil ich bin, unser CFO im Konzern hasst mich. Ja, der sagt immer zu mir, du bist unkontrollierbar. Ja, ich habe mein Leben lang immer versucht, die Dinge zu tun, die ich immer machen wollte. Als Kind gab es die Diagnose ADHS, ja, der Klassiker, hat die Zeit gehabt. Und ich habe immer versucht, in meinem Leben nach der Devise zu leben, dass ich weiß, dass mir theoretisch morgen ein Ziegelstein am Kopf fallen kann. Also wenn ich morgen aus dem Haus gehe, kann ich überfahren werden, es kann mir ein Ziegelstein am Kopf fallen. Ich hatte dieses Jahr schon 50 Flüge hinter mir, habe eine panische Flugangst, der Flieger kann jederzeit abstürzen. Da bringt es nichts, Dinge nicht zu tun, an die man irgendwie jetzt überhaupt nicht glaubt. Geboren bin ich im Iran, das habe ich kurz vorher erzählt. Ich bin der Kleine da, der diese Kerze essen wollte. Als ich 2 Jahre alt war, mussten meine Eltern fliehen. Sie waren einmal demonstrieren auf der Straße gegen das Regime. Und das Regime damals war leider genauso wie heute. Kein Rechtsstaat. Und meine Eltern standen plötzlich auf so einer Art Todesliste und sie mussten wirklich fliehen. Also die sind in der Nacht- und Nebelaktion mit einer Schlepperbande, haben sie mich geschnappt. Wir sind über die grüne Grenze Richtung Türkei. Dann sind wir in den kurdischen Teil der Türkei, haben uns dort versteckt. Amnesty International hat uns damals dann nach Österreich gebracht. Zuerst waren wir in Köln, dann nach Österreich. Wir wollten eigentlich zuerst in die USA, nach L.A. glaube ich. In L.A. leben 1 Million Perser. Das ist irgendwie riesig dort, das ist der Wahnsinn. Aber zum Glück sind meine Eltern in Österreich geblieben. Ich bin in Österreich aufgewachsen und als ich 15 Jahre alt war, so 96, ich bin mit den langen Haaren und mein Hashtag ist nämlich keine Haare, weil ich hatte mal Haare. Das hat den Mädels damals so gut gefallen, aber jetzt habe ich halt keine mehr. Jetzt bin ich mehr so der Bruce Willis-Typ, aber ich bin der da. Damals in dem Alter, so mit 15, 16, war das große Problem, was willst du aus deinem Leben machen, Ali? Und das war so ein Mega-Stress. Alle Lehrer haben mich gefragt, ja, du musst ja wissen, was du tun willst. Und die Wahrheit ist, ein Kind zu fragen, was es aus seinem Leben machen möchte, ist die falsche Frage. Woher soll man das wissen? Ich habe als Kind, ich war extrem neugierig. Die Lehrer haben immer zu mir gesagt, ich bin sehr nervig. Meine Mama hat immer gesagt, ich bin neugierig. Und was ich gemacht habe, ich habe einfach erwachsene Menschen gefragt, was sie tun den ganzen Tag. Weil die Wahrheit ist, die Arbeitswelt, also jeder von uns hat einen Job. Ja, ich kann nicht sagen, dass die Arbeitswelt langweilig ist oder das Ganze, aber jeder von uns hat einen Job, jeder geht einer Tätigkeit nach, egal in welchem Bereich es ist. Nur das Ding ist so vielfältig. Wenn man mit Absolventen redet von der TU München und denen sagt, schreib mir bitte 10 Jobs auf, die für dich in den kommenden 2 bis 3 Jahren Sinn machen, nach dem Abschluss, die schaffen nicht mal 5 aufzuschreiben. Und jetzt kommt eine kleine Frage in die Runde, es gibt leider nichts zu gewinnen. Ich habe die Mozartkugeln schon, oh, jetzt habe ich es verraten, du kriegst Mozartkugeln. Shit, okay, egal. Gut, oder? Das ist aus dem Internet gestohlen, den Sound. Wie viele Jobtitel gibt es denn weltweit? Weiß das jemand, wie viele Jobtitel es weltweit gibt? Es gibt eh nichts zu gewinnen. Ich habe nur einmal Mozartkugeln mit, für ein Kai, mehr nicht. Es gibt weltweit 100.000 Jobtitel. 100.000 Möglichkeiten, sein Leben zu leben. Und dann geht man zu einem Kind hin und sagt, sag mal, welchen Job willst du später machen? Oder zum Jugendlichen. Welches Studium willst du mal machen? Du musst dir wissen, was du später machen willst. Und ich schwöre, jeden Einzelnen, den ich hier frage, wenn ich sie frage, haben sie mit 5 Jahren gewusst, wohin es gehen soll? Haben sie mit 10 Jahren gewusst, wohin es gehen soll? Da wird das einer vielleicht sagen können, aus vielleicht 100 Personen. Die meisten sagen, durch einen Zufall habe ich dieses oder jenes vielleicht entdeckt. Ich habe mir als Kind gewünscht, eine Art Handbuch der Lebensgeschichten. Ich habe ganz simpel gedacht als Kind. Ich habe mir gedacht, es gibt auf der Welt einige so Milliarden Menschen. Ich habe gemerkt, dass wenn ich mit mehreren Menschen rede, die einen und denselben Job haben, zum Beispiel ich rede mit einem Versicherungsberater über seinen Job, über sein Leben, über seinen Werdegang. Und ich frage einen anderen Versicherungsberater genau dieselben Fragen, merke ich plötzlich, jeder gibt mir eine andere Antwort. Es gibt nicht das eine Berufsbild des Verkäufers oder des Politikers. Jeder hat einen anderen Werdegang, jeder findet etwas anderes cool, jeder findet etwas anderes schlecht, jeder hat sich anders entwickelt. Und ich habe mir gedacht, in der Schule gab es bei uns in Österreich diese Poesiealben, die gibt es auch in Deutschland, oder? Wo man reinschaut, meine Lieblingsfarbe, Lieblingspizza, Lieblingsessen und so ein Zeug. Das Coole bei den Dingern ist, jeder füllt dasselbe aus in der Schule und dann kann ich halt nachblättern, wie der ein oder andere das ausgefüllt hat. Und ich habe als Kind gedacht, genau so ein Poesiealbum, aber nur für die Arbeitswelt. Alle Menschen auf der Welt nehmen sich 10 Minuten Zeit, füllen immer dasselbe aus über ihren Job, Werdegang,
Zickzack-Sachen, die sie mal gemacht haben, ihre Erfahrungen, das Coolste am Job, die Sachen, die nicht so cool sind am Job. Und dieses Buch, dieses Poesiealbum, das gäbe es dann halt kostenlos irgendwo zum Ausborgen. Und egal, ob man 14 Jahre alt ist oder 94 Jahre alt ist und sich die Frage stellt, was könnte ich machen in meinem Leben, könnte man sich dieses Buch ausborgen, durchblättern und schauen, wohin es im Leben geht. Das war so eine simple Idee von mir. Meine damalige Berufsorientierungslehrerin hat zu mir gesagt, naja, also ganz ehrlich, wie sollte das funktionieren? Ja, und damals war das Internet jetzt halt nicht so der heiße Scheiße wie heute. Und ich habe gesagt, das ist ja ganz logisch, jeder nimmt sich 10 Minuten Zeit. Weil die Wahrheit war, jeden Menschen, den ich gebeten habe als Kind, sich einfach Zeit zu nehmen, um mir einfach etwas zu erzählen über sein Leben, jeder hat das gemacht. Ich habe nie von jemandem gehört, das sage ich dir nicht. Das war eine Kindheitsidee, mit der bin ich einfach dann quasi herangewachsen. Ich habe mir gedacht, ach, das hätte ich gerne, und ich war halt immer noch neugierig. Ich habe alle Leute niedergequatscht, immer. Irgendwann war ich ziemlich desillusioniert vom Schulsystem und habe ein halbes Jahr vor dem Abi die Schule hingeschmissen. Meine Mutter hat einen Heulkrampf bekommen, die war fix und fertig. Ich habe gesagt, in diesem Bildungssystem sicher nicht. Das Bildungssystem bildet mich zum Idioten aus. Ich schreibe einen Test, so mit 20 Beispielen. Ich bekomme den Test zurück und da steht drauf 4 Fehler, aber nicht 16 richtige. Wie soll ich da aufs Leben vorbereitet werden? Und wenn ich die Lehrer gefragt habe, warum lernen wir jetzt integrieren? Naja, das ist Schulstoff. Das ist keine Antwort für mich gewesen. Ich habe voll rebelliert, habe das Ding hingeschmissen, habe aber halt mit 15 Jahren immer schon begonnen, in meiner Freizeit zu arbeiten. Das heißt, Arbeit war für mich nichts Schlimmes. Nur als Schulabbrecher mit dem Nachnamen bekommt man jetzt nicht die besten Jobs. Unter anderem war ich in der Pharmazie und habe Pulver gemischt, habe mir Asthma zugezogen, habe mir Hautverätzungen zugezogen, habe aber in den 2 Jahren jetzt ziemlich alles beigebracht, damals in dieser Apotheke, wo ich dort war, und habe nach 2 Jahren dort ein Team geleitet von 10 Personen. Habe gemerkt, dass Bildung verdammt wichtig ist, aber habe mir dann gedacht, gut, aber jetzt lerne ich das, was mich interessiert. Und bin in einer Abendschule, habe ich gemacht, eine Ausbildung zum Software-Engineer. Ich wollte noch wissen, wie die Welt funktioniert, die technische Welt. Ich wollte nicht Programmierer werden, dafür war ich viel zu ungeduldig, aber ich wollte wissen, wie es funktioniert, wie das Zeug einfach funktioniert, wie das Coden geht. Ich habe Vollzeit gearbeitet, jeden Tag so bis 18 Uhr und immer von 18.50 Uhr bis 22 Uhr bin ich zur Abendschule gegangen. Das habe ich ein paar Jahre gemacht, hatte dann irgendwann sogar 114 Kilo, das war Katastrophen. Habe dann, weil ich aber gerade zum Lernen drin war, mir gedacht, ich mache auch gleich ein Studium. Habe auch ein Studium quasi abgeschlossen im technischen verteilten Computersystemebereich. Habe dann irgendwann einen richtigen Job gehabt, das habe ich vorher kurz gesagt. Schreckliches Foto, noch schrecklicheres Foto. Durch Unternehmensberater. Und da war ich bei einem US-Konzern, bin ich abgeworben worden mit 27 damals und hatte ein fettes Auto, super, hatte Aktienoptionen, war Global Engagement Manager for Special Projects. Katastrophaler Titel. Ja. Und ich habe gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Ja, Schulabbrecher als Flüchtling, so schaut Erfolg aus. Ich war todunglücklich, ich habe den Job gehasst. Das Problem war, dass die Leute um mich herum gesagt haben, jetzt hast du es geschafft. Ich habe gedacht, das ist Erfolg. Ich habe das Leben anderer Menschen gelebt. Ich habe die Träume anderer Menschen gelebt. Das waren nicht meine Fußstapfen, das waren die anderer Menschen. Und ich hatte keine Kinder, ich hatte keinen Hauskredit, den ich abzahlen musste. Und wenn ich gesagt habe, ich bin unglücklich, ich will den Job wechseln, war das Einzige, was die meisten Leute um mich herum gesagt haben, hey, so viel Geld verdienst du nie wieder. Alle, diesen Status bekommst du nie wieder, dein Firmenauto bekommst du nie wieder. Hey, unsere Kunden waren alle in Wien und ich bin immer halt mit dem Audi A4 vorgefahren, weil das cool war. In Wien kann man alles zu Fuß gehen oder mit der Bahn fahren. Irgendwann habe ich einen klassischen Burnout hingelegt, ich habe es überhaupt nicht mehr ausgehalten, hatte plötzlich eine Panikattacke von heute auf morgen, es ging nicht mehr. Dann bin ich nach Thailand für 5 Wochen mit dem Rucksack. Die 5 Wochen haben so geändert, dass ich von dort aus per Internetcafé meinen Job gekündigt habe, meinen Irokesen geschnitten habe, mich tätowieren habe lassen von oben bis unten und meine erste Zigarette geraucht habe. So, Rebell. Meine Mutter hat wieder die Krise bekommen. Die kennt das schon. Bin dann zurück nach Österreich und habe gesagt, ich mache es nur mehr das, was mich interessiert. Aus. Schluss. Was mich immer interessiert hat, war der Bereich Social Media, digitale Kommunikation. Und habe mich bei einer Online-Agentur beworben und habe gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Ding. Ich fange bei euch an zu arbeiten, kostenlos, die ersten paar Monate. Und wenn ich das Ding irgendwie lerne, dann hätte ich gerne einen Job. Der Chef damals, das war der Nico Alm von den Neos, den ich kenne. Ich bin zu ihm gegangen, der hat zu mir gesagt, Ali, ich kann dir das nie zahlen, so was du da verdienst. Und ich sagte, das will ich gar nicht. Das Coole war, ich habe dann echt ein Gehalt bekommen und das Ganze. Aber ich habe ihm trotzdem gesagt, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Habe dort begonnen und nach einem Monat, das war so geil, habe ich Projektleitung gehabt für riesengroße Brands. Und da habe ich gesehen, dass Vertrauen verdammt viel auslösen kann. Und damals haben alle zu mir gesagt, das wird nicht funktionieren. Ja, du hast keine Ahnung, du bist Quereinsteiger. Nur die Wahrheit ist in der Welt, wenn man die richtigen Leute trifft und die einem vertrauen, dann geht verdammt viel weiter. Mein Glück war, dass ich auch Anfang 2010 gefragt worden bin von einem Gymnasium in Österreich, ob ich mir vorstellen könnte, zu unterrichten im Bereich Mediendesign. Weil in Österreich gibt es dafür keine Lehrer.
Und ich habe dort einmal einen Vortrag gemacht, einmal zum Thema Datensicherheit bei Facebook. Das hat der Schule so gut gefallen, dass ich mich gefragt habe, ob ich das öfter machen könnte, halt als Zweitlehrer. In Wirklichkeit war ich eh der Lehrer, aber nur am Papier war ich der Zweitlehrer, weil ich ja keine Ausbildung dazu hatte. Habe ich halt auch gemacht und ich wollte als Kind ja auch immer Lehrer werden, das war eine coole Chance. War ich 2010 bis Ende 2011 auch noch Lehrer in einem Gymnasium. Und meine Kids waren so 16, 17, die ich unterrichtet habe im Mediendesign. Und was mir dort aufgefallen ist, war etwas, was ich aus meiner Kindheit kannte. Ich wusste, dass die Welt mir offen steht. Alle haben auf mich Druck ausgeübt, ich soll mich doch entscheiden, wohin es geht. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich aus meinem Leben machen kann. Ich hatte keine Übersicht. Das Coole war, dass das Internet da war zu diesem Zeitpunkt. Ich mir gedacht habe, hey, diese Kindheitsidee, das Handbuch der Lebensgeschichten, könntest du irgendwie selber bauen. Du kannst programmieren, du kannst ein bisschen designen und plötzlich haben alle Schritte, die ich in meinem Leben bis dahin gelernt habe, die mich nur interessiert haben, plötzlich Sinn ergeben. Ich konnte programmieren, ich konnte ein bisschen designen, ich konnte so mit ganz vielen Menschen reden, weil ich Unternehmensberater war. Und ich habe damals gesagt, ich möchte aber die Welt retten. Ich möchte sie verändern. Und alle Leute haben mich ausgelacht, haben zu mir gesagt, wie willst du die Welt retten? Habe ich gesagt, für einen jungen Menschen, der nicht weiß, was er aus seinem Leben machen möchte, ist das Leben eine Qual. Wenn ich es schaffe, diesen Menschen eine Perspektive aufzuzeigen, wenn es nur eine Person ist, dann habe ich die Welt dieser Person gerettet. Dann habe ich es ja geschafft. Ich muss ja nicht 7 Milliarden Menschen retten, das schaffe ich ja nicht. Aber 15% oder so sind auch nicht schlecht, vielleicht, oder 25%. Damals hatte ich dann auch noch ein Riesenproblem mit unserer Welt. Jeder von euch wird sagen, ich habe keine Vorurteile. Also wenn ich jetzt jemand von euch frage, habt ihr Vorurteile gegen andere Menschen, würde jeder sagen, nein, ich doch nicht. Ich bin ein offener Mensch, ich bin in Berlin, hey. Ja, also Vielfalt rules. Die Wahrheit ist, wir sind alle voll mit Vorurteilen. Ob wir es wollen oder nicht, aber unterbewusst natürlich. Das Problem ist, dass wenn wir auf die Welt kommen, wir keine Vorurteile haben. Unser Alter haben wir uns nicht ausgesucht, ob wir Mann oder Frau sind, das ist Zufall. Dennoch schaut man sich den Arbeitsmarkt an und denkt sich so, warum gibt es in der Vorstandsetage keine Frauen? Warum gibt es im technischen Bereich keine Frauen? Dann forscht man ein bisschen und merkt, dass es leider Gottes Mädchen gibt, die zu Hause als Kind irgendwann sagen, ah, ich möchte vielleicht in den Bereich Technik gehen und der Vater sagt, okay, Frauen und Technik, vergiss das. Kinder kommen nicht auf die Welt und haben diese Vorurteile, die hören das irgendwann, aber niemand stellt es klar. Und ich habe mir immer gedacht, ich möchte etwas bauen, wo ein Mensch, unabhängig von Dingen, die er sich selber ausgesucht hat in seinem Leben, herausfinden kann, wohin es in dieser Welt geht. Weil ganz ehrlich, ich bin im Iran geboren, ich habe ein riesen Glück gehabt, nach Österreich zu kommen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich es schaffe, alle Lebensgeschichten auf der Welt einzufangen und sie der Welt zu präsentieren, kostenlos, dann habe ich es geschafft. Ich hatte keine Ahnung, auf was ich mich einlasse. Also im Nachhinein, ich hätte nie damit begonnen, hätte ich gewusst, was das für eine Arbeit ist. Aber zum Glück war ich so naiv. Und das ist eine der wichtigsten Dinge im Leben, wenn man es umsetzen möchte. Diese Naivität, sich zu behalten. Ich glaube immer noch, dass die Welt gut ist. Ja, und ich glaube jeden Tag daran. Ich habe mir damals eine kleine Kamera gekauft für 400 Euro, so mit Freunden, und begonnen, Leute zu interviewen. Ich konnte das Ding nicht mal gerade halten. Ja? Ich konnte nicht mal ein Video schneiden. Aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt einfach. Wir machen das. Über Facebook, über Social Media haben wir Leute zusammengetrommelt, waren plötzlich ein Team von 7 ehrenamtlichen Leuten, die immer gesagt haben, wir retten die Welt. Und uns haben alle belächelt. Alle. Und wir sind trotzdem rumgerannt. Wir retten die Welt. Alles in der Freizeit. Haben dann im Juni 2011, also das ist, heute ist der 26., oder? Morgen, vor 4 Jahren, eine kleine Plattform online gestellt in einem gemeinnützigen Verein, wo wir gesagt haben, das ist unser Beitrag, die Welt zu retten. Menschen auf dieser Plattform erzählen über ihr Leben, über ihren Werdegang. Und das Coole ist, alle beantworten dieselben Fragen. Weil wir immer gesagt haben, wir wollen, dass jeder Mensch auf der Welt gleich behandelt wird. Egal, ob es jetzt ein König ist, der Präsident ist oder meine Mama ist. Wir haben das Ding online gestellt und haben halt vorher jeden niedergequatscht darüber. Und plötzlich hat das Fernsehen auch davon irgendwann gehört und gesagt, wenn ihr eines Tages online geht, sagt es uns, wir machen einen kleinen Bericht. Und wir haben gesagt, ja, nächste Woche gehen wir online. Dann kamen die zu uns, haben da ein bisschen was herumgefilmt und so und wir haben gedacht, das wird so ein 10-Sekunden-Bericht. So eine Internet-Website ist online gegangen. Ich habe das Ding am 27.06. online gestellt, habe in der Früh beim ORF angerufen und habe gesagt, wir gehen mit dem Ding heute online. Kann ich den Bericht sehen? Und die haben gesagt, na, der Bericht ist zwar fertig, aber der eine ist gerade nicht da und hin und her. Ich habe gesagt, ja, dauert der 10 Sekunden, dauert der 20 Sekunden. Und ich habe gesagt, na, das weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber der dauert ein bisschen länger. Wir haben das Ding online gestellt und wir hatten ein bisschen Hoffnung nur, dass das Ding irgendjemanden interessiert. In unserem Umfeld haben alle Bildungsexperten gesagt, das kannst du ja vergessen. Das interessiert niemanden. Wer will so etwas? Und dann haben wir das Ding online gestellt und plötzlich ist etwas passiert. Whatcha-do ist amerikanischer Slang und heißt so viel wie was machst du? Und Whatcha-do ist auch der Name einer Videoplattform im Internet, die vor gut 2 Stunden um Punkt 22 Uhr online gegangen ist. Sie richtet sich nicht nur, aber vor allem an junge Menschen,
die eben auf der Suche nach einem Job sind. Vom Busfahrer bis zum Bundespräsidenten erzählen hier die, die einen Job haben, warum sie ihn haben und wie sie zu ihm gekommen sind. Also auf meiner Visitenkarte steht Director und Gründer von tunespec.com. Ich bin Autor, das heißt, ich schreibe. Das ist schon zu wenig. Ich habe im Servicebereich gearbeitet. Die Tätigkeit als Dolmetscher würde ohne meinen Background funktionieren. Social Media Berater, Künstler, Rettungssanitäter. Worum es in Ihrem Job geht, erzählen Sie in kurzen Interviews auf der Website WhatchaDo. Und auch, was das Beste an Ihrem Job ist. Man kann an einem Tag so viele Sachen erleben, das für Monate reicht. Die Idee dazu kommt von Ali Maloji, einem Flüchtling aus dem Iran. Als Zweijähriger ist er ins Asylheim nach Dreiskirchen gekommen. In der Schule ist ihm keine erfolgreiche Zukunft zugetraut worden. Ich habe die Schule abgebrochen, habe dann über berufsbegleitende Studien, also ich habe auch ein Studium dann fertig gemacht und ich habe in meinem Leben sicher schon über 40 Jobs gemacht. Bin ich dann langsam, habe ich meinen Weg gefunden. Diese Orientierungslosigkeit soll anderen erspart bleiben. Unsere Kids wissen, es gibt viel dort draußen, wissen, es gibt Herausforderungen, aber wissen oft nicht, wie sie mit ihren Interessen, Neigungen, wo sie hineinpassen. Sie haben keine Ahnung. Das soll WatcherDo ändern. Derzeit finanziert Maloji das Projekt überwiegend aus eigener Tasche. Und er baut auf die Nutzer des Angebots. Künftig soll nämlich jeder eigene Videos hochladen können. Und so soll die Plattform ständig wachsen und ein ambitioniertes Ziel erreichen. Jeder hat als Kind immer gesagt, ich will die Welt retten. Das hat jeder gesagt. Ich habe mir gedacht, 100% kann ich nicht retten, aber 25% der Welt werde ich retten können, weil das sind 25% der Weltbevölkerung sind unter 15 Jahren. Auch wenn er damit nicht alle Jugendlichen retten wird. Eines schafft die Plattform bestimmt, sie zeigt, wie vielfältig Karrierewege sein können. Der Bericht hat uns damals umgehaut. Wir hatten keine Presseabteilung. Das Ding hat sich einfach herumgesprochen. Es war eine Art kleines Movement, das plötzlich im Fernsehen war, bei den Nachrichten. Danach ist was total Wahnsinniges passiert. Ganz viele Menschen kamen auf uns zu, ganz viele Medien. Wir waren bis im englischen Guardian, wir waren in den USA, irgendwie in allen Medien drin. Und das war alles ein Freizeitprojekt. Das haben wir jeden Sonntag gemacht. Immer 6 Stunden hatten wir unser Show fix von 13 Uhr und dann 6 Stunden maximal. Und der Wahnsinn war, die Leute haben zu uns gesagt, ja, super Idee und toll und das und das und das und super funktioniert, ist ja logisch, haben sie zu uns gesagt, dass es funktioniert. Am Anfang hat uns, jeder hat am Anfang gesagt, dass es nicht funktioniert. Das Interessante war, zu dem Zeitpunkt, wir hatten 17 Videos, die Website war Katastrophe, die habe ich am Wochenende runter programmiert mit dem, was ich konnte. Das Investment, weil Leute oft sagen, ich habe kein Geld, ich habe kein Know-how, mir fehlt das und ich hätte ich nur und die Politik und die Rahmenbedingungen, bla 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 bla. Das war privat finanziert, die Website irgendwie zusammengebaut und wenn man mich fragt, was das Wichtigste damals war für unseren Staat, das waren die dicken Eier, wie man in Österreich so schön sagt. Das waren die Cojones, wie man auch so sagt. Das war dieses, sich nicht scheißen, einfach machen. Wir wussten nicht, ob das Ding funktioniert. Wir hatten eine Vision, wo wir gesagt haben, wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass das Ding irgendwie funktioniert. Und das ist oft, denke ich, im Movement. Die denken nicht an Geld, an gar nichts. Die wollen einfach nur etwas umsetzen. Und oft ist es eine kleine Gruppe von ein paar Verrückten, die machen etwas. Und wenn es irgendwie funktioniert, kommen plötzlich ganz viele Leute daher. Von denen sagen dann mehr als die Hälfte immer, das habe ich ja immer gewusst, dass es funktioniert. Ist okay. Damals ist aber total verrückt, was passiert mit diesem Bericht. Plötzlich haben uns Unternehmen angerufen, die gesagt haben, hey, coole Plattform zur Berufsorientierung, können wir quasi auch die Videos drauf haben von unseren Mitarbeitern. Das war damals, glaube ich, die Deutsche Bahn in Deutschland, Österreich war es Chibo und die Post. Und wir haben zu denen gesagt, das ist ein gemeinnütziger Verein. Also wir stellen die Fragen. Und wir stellen auch Fragen, die halt aber zu negativ sind. Eine unserer Fragen ist, wo ist die Einschränkung in deinem Beruf? Und wenn die Mitarbeiter jetzt nicht bereit sind, diese Fragen zu beantworten, dann geht das Video nicht online. Das Schräge war, dass die Unternehmen gesagt haben, ach cool, tolles Konzept, ihr kommt rein, also jeder wird gleich behandelt. Und so nebenbei, wie teuer ist denn das Ganze? In der Sekunde hatten wir ein Businessmodell. Wir hatten keine Ahnung, dass jemand dafür zahlen würde. Wir hätten das gratis gemacht. Und sie haben gesagt, wie teuer ist das und wie teuer ist ein Video? Und ich habe mich halt voll aus dem Fenster rausgelehnt. Vom lieben Nico Alm wusste ich ja, wie teuer so Videos sind. Ich sage, ja, pro Video so 800 Euro, aber mindestens 10 Stück und Jahreslaufzeit für ein Firmenprofil. Weiß nicht, habe ich gesagt, 4.000 Euro. Und wir hatten nach 3 Wochen den ersten Kunden, der unterschrieben hatte. Ja, als gemeinnütziger Verein, unser, das werde ich nie vergessen, unser Steuerberater damals hat gesagt, shit, ja. So, wird das noch mehr? damals ist aber etwas passiert, wir haben das in unserer Freizeit gemacht. Das war ein Freizeitprojekt. Da waren wir auf der sicheren Seite. Wir hatten alle Vollzeitjobs, das haben wir so halt so nebenbei gemacht. Ja, falls was schief geht, es trifft keinen Amen. Die Wahrheit ist, dass die Menschen oft sagen, dass die Idee so wichtig ist. Ideen kommen und gehen. Jeder Einzelne, der hier sitzt, hat eine Idee, die die Welt verändern kann. Hundertprozentig und sie sich auch finanzieren lässt. Hundertprozentig.
Nur eine Idee ist nichts wert. Worum es geht, ist das Springen. Es ist die Umsetzung. Es ist immer das Tun. Jeder regt sich auf über Politik. Jeder regt sich auf über ein System. Jeder regt sich auf über das Bildungssystem. Solange man redet, passiert nichts. Solange man redet, zieht man andere Menschen runter. Und wir haben uns damals entscheiden müssen, als die ersten Unternehmen damals gefragt haben, ob wir das richtig machen wollten, haben wir gewusst, das geht sich nicht aus in der Freizeit. Was tun wir? Und meine Kindheitskollegen, die damals alle ehrenamtlich waren, wir haben uns zusammengesetzt, haben keine 10 Minuten geredet, haben gesagt, hey Jungs, kündigen unsere Jobs und machen das voll, weil das könnte funktionieren und finanzieren könnte es auch jemand. Wir haben innerhalb von 10 Minuten gesagt, ja, wir kündigen unsere Jobs. Das war der 4. Oktober 2011. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, ich kündige meinen Job. Da war es aus mit ihr. Das werde ich nie vergessen. Sie hat zu mir gesagt, das ist unsicher zu gründen. Weihnachtsgeld bekommst du keins. Du bekommst kein Urlaubsgeld. Du bist nicht versichert. Und tausend Sachen. Ich habe zu ihr gesagt, Mama, ich habe keine Kinder. Ich habe keinen Hauskredit, den ich abbezahlen muss. Das habe ich vorher schon gesagt. Ich habe zu ihr gesagt, ich lebe in Europa. Ich lebe in Wien. Wenn ich sage, ich habe Durst, gehe ich zur nächsten Wasserleitung. Kostenlos. Wenn ich mir die Hand breche, gehe ich in das nächste Spital, bitte. Wenn ich arbeitslos werde, gehe ich zum AMS. Wir haben so viele Fangnetze in diesem Sozialsystem. Wenn ich hier keine Firma gründe, die meine Kindheitsidee ist, wo sonst? Wo sonst? Und ich war vor drei oder vier Jahren war ich in Kuba. Ich habe mein Fahrrad mitgenommen, habe es in Havanna zusammengebaut, bin dann mit dem Fahrrad runter nach Guantanamo und nach Baracoa. Und wenn die Menschen hören, wie es uns geht bei uns, die haben Tränen in den Augen. Die wollen alle mal hören, diese Freiheit spüren, die wir haben. Wir haben damals gesagt, wir kündigen unsere Jobs, wir machen das. Volle Kanne. Und ich habe immer gesagt, wenn wir krachen gehen, waren es die besten Jahre unseres Lebens. Ja, das war so die Marschroute. Entstanden ist daraus, dass wir das Glück hatten, mittlerweile mit hunderten Organisationen zu arbeiten, aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Großunternehmen, Kleinunternehmen. Das Team ist mittlerweile, also gegründet haben wir vor 3,5 Jahren im Jänner 2012 zu viert. Heute sind wir über 40 Personen aus 15 Nationen. Wir haben auch einen Hund. Frauenquote 65%, was für Tech-Startup ziemlich cool ist und was mich extrem freut ist, dass wir seit einem Jahr eine Top-Beraterin an Bord haben, Brigitte Ederer, ehemaliger Siemens-Forscher, ist letztes Jahr bei uns eingestiegen. Und zu uns haben wir Experten gesagt, das interessiert keinen. Der HR-Experten haben gesagt, wer braucht sowas? Und dann kommt sie her, HR-Vorstand von einem der größten Konzerne der Welt, und sagt, euch will ich unterstützen. Ja, das war überhaupt der Wahnsinn. Ja. Und seit, weiß ich nicht, ob jemand den Gerald Hüther kennt, der ist seit 2 Monaten unser Mentor. Also ist eigentlich mein Mentor. Ich bin jetzt 1,5 Jahre hinterher gerannt und jetzt treffen wir uns einmal im Monat und reden darüber, wie wir die Plattform gemeinsam ausbauen können. Aus dieser kleinen Idee damals, meine Idee war, alle Lebensgeschichten der Welt zu haben. Das dauert noch ein bisschen. Da ist eine Plattform entstanden, wo halt von einer Conchita Wurst bis David Alaba bis zu meiner Mama ganz viele Menschen ihr Leben erzählen. Der Kern ist, dass es immer Menschen sind und alle beantworten dieselben Fragen. Wenn man dem nichts verändert, diese Simplicity, die bleibt. Und hinter all dem sind natürlich auch ganz viele Menschen, die in einem Unternehmen natürlich arbeiten. Und über die kann man dann auch entdecken, wo man vielleicht Jobs haben könnte und so weiter. Als ich begonnen habe damals, war etwas interessant. Der Erfolg ist ein schrecklicher Lehrer. Durch Erfolg lernt man nichts. Meine Mama kann mir 20.000 Mal sagen, greif nicht auf die Herdplatte, die ist heiß. Erst wenn ich draufgegriffen habe, werde ich wissen, wie sich das anfühlt. Das nächste Mal mir 20 Mal überlegen, ob ich das mache. Als ich damals gesagt habe, ich will das machen, ich hatte dieses Konzept fix und fertig in der Schublade, haben lauter Bildungsexperten zu mir gesagt, das ist nicht wissenschaftlich fundiert, das funktioniert nicht, du bist kein Experte. Ich habe gesagt, naja, so gesehen bin ich kein Experte, aber ich bin sehr wohl ein Experte, wenn es um die Frage geht, wie fühlt sich das an, wenn man orientierungslos ist. Da kenne ich mich sehr wohl aus. Wir haben die Plattform gestartet, wir hatten alles. Also große Jobplattformen haben uns Anwälte geschickt, ja, mit irgendwelchen fadenscheinigen Geschichten. Wenn ein gutes Medium über uns geschrieben hat in Österreich und gesagt hat, die Plattform ist so fantastisch, hat das österreichische Arbeitsmarktservice sofort gebasht und gesagt, wir sind nur eine Kopie und was weiß ich. Was? Viele Bildungsexperten haben gesagt, das funktioniert nicht. Und das Wichtigste war für uns durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und wir haben letztes Jahr den Staatspreis bekommen für Bildung und Wissen. Und ich bin auf die Bühne gegangen zum Bundesminister und habe gesagt, Sie wissen schon, dass ich Schulabbrecher bin, dass ich das Ding kriege. Wir haben den Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Wir haben in Deutschland den HR Excellence Award, den habe ich Ende letzten Jahres hier in Berlin entgegengenommen. Wir haben auf Europaebene den besten Kommunikations-Award gewonnen und die UNO hat uns in Sri Lanka vor 1,5 Jahren ausgezeichnet als das beste Internetprojekt der Welt, das die Welt verändern wird im Arbeitsmarkt. Und es sind immer noch dieselben Verrückten an Bord. Und das war mal unser Büro, das war ein Tisch. Diese Klappsessel sind vom IKEA, die haben 7 € gekostet im Abverkauf. Heute haben wir zum Glück ein richtiges Büro. Wir frühstücken einmal die Woche, also das ist jetzt das Mittagessen. Keine Angst, beim Frühstück gibt es kein Bier bei uns. Ja, das ist jetzt unser gemeinsames Mittagessen. Wir haben Mitarbeiter, die jüngste Mitarbeiterin ist 19, der erfahrenste Mitarbeiter, der Stefano, ist 52 und hat 2 Kinder.
Und was wir einmal im Jahr auch mal gemeinsam machen, ist, wir fahren gemeinsam weg auf Urlaub. Das war im ersten Jahr, waren wir in Thailand alle gemeinsam, weil ich ihnen zeigen wollte, wie sich mein Leben damals verändert hat dort in Thailand und wollte ihnen ein bisschen diese Leichtigkeit bringen. Und ich habe auch immer gesagt, als ich klein war, wenn ich mal meine eigene Firma habe, haben alle Mitarbeiter weiße Turnschuhe. Jetzt haben wir gesagt, was ist denn das für ein Schaß? Habe ich gesagt, naja, wenn der Chef mit weißen Turnschuhen rumrennt, kann er sich selber nicht ernst nehmen. Deshalb bekommt jeder Mitarbeiter bei uns nach 3 Monaten weiße Turnschuhe, wenn er will. Ja. Es hört sich so blöd an, aber es sind so diese Dinge, wenn man sich überlegt, die Welt kannst du dir selber kreieren. Das ist ein bisschen so wie Lego spielen. Du kannst es dir vorstellen oder musst du dir einen Stein nach dem anderen einfach aufeinander bauen. Ich wollte auch immer nach Deutschland, weil wir mal in Köln gelebt haben. Das Foto haben wir in unserem ersten Jahr gemacht, einfach auf Vorrat. Ja, weil ihr nie wusste, ob sich das ausgeht mit Deutschland. Haben wir gesagt, aber wenn man nach Deutschland kommt, dann haben wir das Foto. Wir haben es echt geschafft. Also wir sind vor einem Jahr haben wir unseren Deutschland-Eintritt gestartet, arbeiten mittlerweile mit 40 Unternehmen zusammen, sind ganz viel eingeladen an Unis bei Absolventenkongressen, um die Plattform vorzustellen. Die Unis laden uns ein, schenken uns einen Stand und sagen, kommt hin und zeigt das bitte den Absolventen. Wenn unsere Absolventen haben keine Ahnung, wohin es gehen soll. Dasselbe ist auch in den Schulen. Die Schulen laden uns ein. Also ich bin jetzt ab Sonntagnacht fliege ich her und bin von Montag bis Mittwoch in mehreren Schulen wieder vor Ort, wo dann wirklich teilweise hunderte Kinder zusammenkommen, wo wir ihnen 1,5 Stunden lang in eigenen Workshops Berufsorientierung zeigen anhand von 1000 Lebensgeschichten. Wir haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft und wir haben gesehen, dass das ein Riesen-Need ist. Also aus diversen Bereichen, die Kooperationspartner sind auf uns zugekommen, aus ganz, ganz vielen Bereichen. Und wir sind mit dieser stupiden Idee, die wir hatten, sind wir echt mittlerweile weltweit bis nach Dubai unterwegs und erklären den Leuten ein bisschen, wie die Arbeitswelt ausschaut. Und entstanden ist alles mit einem Haufen von Verrückten, die Ende 2011 auf einer Karrieremesse mit einem kleinen Tisch einmal gestanden sind. Hier drin sind Süßigkeiten drin, Wiener Krapfen, für die hatten wir kein Geld. Da haben wir ein Gegengeschäft gemacht, ein Video gegen 400 Krapfen. So hat es begonnen, also Entrepreneurship at its best. Bei der Gründung hatten wir einen Tisch, 3 Sesseln, unser Vierter hat das Foto gemacht, das war beim lieben Nico Alm im Büro, das war das neue Büro, da hatten wir die ersten 3 Wochen kein Internet. Für eine Internet-Company natürlich cool, wir hatten so einen USB-Stick, wo wir immer die Mails vorgeschrieben haben und dann diesen USB-Internet-Stick ausgeborgt haben. Und dann haben wir die Mails verschickt. Die Videos mussten wir von zu Hause hochladen. Jeder hat immer gesagt, warum setzt ihr euch ins Büro, wenn ihr kein Internet habt? Und dann haben wir halt gesagt, jetzt haben wir halt eine Firma. Ja, jetzt treffen wir uns halt. Das war total cool. Das war die beste Zeit unseres Lebens, glaube ich. Am Ende haben wir immer geschaut, dass wir uns treu bleiben. Und jetzt komme ich zum Punkt der Organisation, was Organisationen oft machen, wenn sie sagen, wir müssen jetzt cool sein, wir müssen uns jetzt wieder voll nach vorne kämpfen. Organisationen, da ist es leicht, dass die PR-Abteilung mal sagt, wir brechen jetzt Regeln, wir holen jetzt die coolsten und tollsten Leute her. Und ich möchte über einen Bereich reden, den ich mittlerweile ziemlich gut kenne, das ist die HR-Branche, die einen Need hatte, den es immer schon gab. Also jede Organisation, ja, seien es jetzt die Neos, irgendein NGO, Unternehmen, man braucht immer gute Leute. Immer. Das ist so. Ich kenne keine Organisation, die jemals gesagt hat, ich brauche nur schlechte Leute. Kenne ich nicht. Ah, keine Angst, ich habe noch ca. 20 Minuten, ich sehe hier die Zeit. Ja. Eine Organisation, die Hauptaufgabe einer Organisation, um Menschen zu bekommen, diese wichtigste Aufgabe ist, Leute zu bekommen, die motiviert sind. Weil Menschen legen ihr Leben, ihr Schicksal in die Hand von Unternehmen. Wenn ich zum Unternehmen gehe und ich sitze dort 8 bis 10 Stunden am Tag, verbringe ich den größten Teil meines Lebens dort. Ob ich will oder nicht. Das ist einfach so. Unternehmen, Organisationen sind im Schicksalsbusiness. Wenn ein Unternehmen die Leute falsch hiret, sind die falschen Positionen setzt, Menschen selber sind schlecht darin aufzustehen und sagen, ich kündige. Menschen kündigen lieber innerlich, bleiben dort ein paar Monate noch sitzen, machen Dienst nach Vorschrift und irgendwann kündigen sie vielleicht oder werden gekündigt. Und Unternehmen sollten das wissen. Und dann haben Unternehmen irgendwann diese Möglichkeit bekommen, mit dem Internet mehr Werbung zu machen, zu zeigen, wie cool sie sind. Dann kam das Thema Video. Und der größte Schwachsinn derzeit in der HR-Branche ist das Thema Employer Branding. Unternehmen sagen, wir müssen jetzt was machen. Wir müssen kommunizieren über soziale Medien. Wir müssen zeigen, wie cool wir sind. Und ich denke mir immer, wir haben das Unternehmen in den letzten 100 Jahren ihres Lebens gemacht, um richtige Leute zu bekommen. Jetzt plötzlich, weil es die Möglichkeiten des Internets gibt und Video und Multimedia, sagen alle, wir sind jetzt so cool und wir sind so toll. Und was alle tun, ist, dass viele im Unternehmen rumlaufen und sagen, wir sind Marktführer, wir sind dynamisch, wir sind innovativ. Ich habe noch nie gehört, dass ein Unternehmen sagt, wir sind kein Marktführer. So dynamisch sind wir jetzt nicht. Innovativ könnte man sein. Alle sind gleich. Es gab letztes Jahr in Österreich eine Studie von der Unternehmensgruppe Identitäter, wo sie sich die Werte angesehen haben von 500 Unternehmen in Österreich. Haben sich wirklich ganz schön angeschaut, die Unternehmen, haben die gefragt, welche Werte habt ihr? Haben sich die alle analysiert. Und am Ende sind, glaube ich, 7 Wörter übrig geblieben, die fast alle Unternehmen gleich hatten. Marktführer, teamfähig, dynamisch und das Ganze. Und in dieser Welt ist man komplett austauschbar. Und dann
Sieht man sich an, wie große Unternehmen überlegen, die besten Leute zu bekommen. Jetzt zeige ich etwas her, wie BMW. Ich meine, BMW kennt jeder. Die haben das Geld, die haben die kreativen Leute, die haben das Budget, die haben die Möglichkeiten. Und die haben vor ein, zwei Jahren gesagt, sie möchten im Nachwuchsbereich Leute quasi anziehen, also Absolventen, die während den Ferien bei BMW arbeiten und gesagt, jetzt machen sie ein cooles Video. Thema Video, es kam vor ein paar Jahren auf im Bereich Recruiting. BMW hat gesagt, das machen wir jetzt auch. Deren Ziel war, Reichweite zu generieren, die Leute zu erreichen, ihnen zu erklären, wie cool BMW ist. Sie haben die Arbeit aber an der Basis vergessen. Sie haben vergessen zu erklären, warum es gut ist, dort zu sein und haben vergessen, sich auf die Zielgruppe einzulassen und haben etwas produziert, das ziemlich schön zeigt, was passiert, wenn Unternehmen nicht an der Basis arbeiten. Viel Spaß für die kommenden 90 Sekunden. Ich breche dann eh ab. Wie, Praktikum bei BMW? Ja, warum nicht? Nein, komm schon jetzt. Das ist nicht das, was ich jetzt brauche. Ich habe auch so viel Stress im Studium und keine Zeit. Ist so, verarsch mich nicht. Ist wirklich so. Weißt du, was soll ich da machen? Was soll ich mit den arroganten Anzugträgern? Wie kommst du auf arrogant? Das ist so, schau dich mal an. Außerdem, bei BMW ein Praktikum zu machen, braucht man sowieso Connections. Und das habe ich nicht. Du weißt doch, wie ich bin. Alter, weißt du? Yeah. Ey Junge, zieh mir mal deinen Ton. Ich finde deine Argumentation ziemlich monoton. Mann, Arroganz und Überheblichkeit sind ein schlechter Scherz. Unsere Autos entstehen mit Kopf und viel Herz. Träge und verstaubt, Alter, was für ein Mist. Fakt ist, dass es eins der besten Unternehmen ist. Hast du dich wirklich jemals informiert, welche Einstiegsmöglichkeiten BMW dir serviert? Klar kommt hier nicht jeder rein, der es vielleicht drauf hat. Doch wenn du dich nicht bewirbst, bist du jetzt schon Schachmatt. Karriere starten von allein? Nein, ich sag, du leitest sie mit einem Praktikum ein. Also verlass endlich mal deine klugen Vorleseräume. Geh raus in die Welt und verwirklich deine Träume. Steh auf! Werd jetzt aktiv, nimm die Zukunft in die Hand. Du weißt, dass du es kannst. Steh auf! Jetzt oder nie, das ist deine Chance neben grauer Theorie. Steh auf! Siehst du nicht den Sinn, mit einem Praktikum bei BMW kannst du nur gewinnen. Steh auf! Jetzt oder nie, nimm die Zukunft in die Hand. Das hat, dass du nicht kannst. Das Video war ernst gemeint. Das war kein Fake. Naja, eines muss man BMW lassen. Sie haben es aber wirklich geschafft. Also, die Reichweite haben sie bekommen. Das Video wurde, ich weiß nicht wie oft, gelöscht. Das ist jetzt schon wieder irgendwo im Internet aufgetaucht, YouTube hat jetzt schon wieder 100.000 Views. Die Reichweite haben sie bekommen, also sie waren sogar im Spiegel. Also sie haben angeführt die Parade des Schreckens mit den schlimmsten Recruiting-Videos. Und da kann niemand mehr sagen, es liegt am Geld, es liegt an der Kreativität. Ein Unternehmer, das alle Chancen der Welt hat, verbockt es total, weil sie einfach sagen, wir tun jetzt einfach das, weil wir halt können. Gehen nicht zurück auf den Fokus, was sie eigentlich wollen. Das wäre nämlich auch mit weniger gegangen. Das Internet ist natürlich eine Katastrophe, das Internet hat sich natürlich sofort draufgeschmissen, das ist mein Lieblingsspruch, die armen Jugendlichen. Ja, also die haben dann eh schon links und rechts quasi die Antwort bekommen. Und was ich glaube, was Organisationen oft vergessen ist, ein Mensch in Mitteleuropa ist täglich 5.000 bis 10.000 Werbebotschaften ausgeliefert. Da herzugehen und sagen, wir sind dynamisch, wir sind cool, komm zu uns, bei uns kannst du alles erreichen, deine Zukunft und mit solchen Videos, da geht man unter. Unternehmen haben leider Gottes bei diesem Kampf, wo es immer höher, schneller, weiter ist, hat niemand jemals gesagt, stopp, wir spielen hier nicht mit. Die versuchen sich immer alle zu übertreffen, jede Organisation der Welt. Das führt dann dazu, wir haben 100.000 Jobtitel. Das sind Jobtitel in Deutschland. Ich weiß nicht, welcher Absolvent jemals sucht nach Director Collective Action. Keine Ahnung. GMP Compliance, pff. Ich war die letzten Wochen oft in Deutschland unterwegs. Ich war an Schulen, ich war an Unis, du redest mit Studenten. Zeigst denn das und sagst beim Quiz, wer weiß, was das bedeutet. Ein Student wusste, dass Key Account Manager sowas ist wie im Kundenbereich, das wussten schon einige. Bei Engagement Manager, das ist nämlich derselbe Job, haben sie gedacht, das hat irgendwas zu tun mit Hochzeit und Ehe. Ja, weil sie in Englisch gehört haben, Engagement als Hochzeit. Das ist die Welt. Das ist dieses, in Österreich würde man sagen, das ist dieser Schwanzvergleich. Wer ist noch cooler? Als ich bei McDonald's gearbeitet habe an der Kasse, war ich auch im Key Account. Ja. Also bitte, ja. Aber was ich eigentlich eingehen möchte, und das ist das Wichtigste beim Thema Fokus, bei jedem Movement, immer wenn man was auf die Beine stellt, immer wenn es darum geht, wenn es hart auf hart geht, ist das Thema Bindung. Und mit Bindung meine ich etwas, das wir alle in uns tragen. Wenn sich Kinder anschaut, ist die wichtigste Frage immer, warum soll ich das machen? Warum ist es so? Und zu dem müssen wir wieder zurückkommen. Bereich Führung ist so, dass irgendwann die Führung begonnen hat, so auszuschauen, dass man Mitarbeitern gesagt hat, was sie zu tun haben, und das war einfach so.
Weil die Welt hat sich ein bisschen verändert und die Harvard Business Review hat in den letzten Jahren einen super Artikel geschrieben, wo sie geschrieben hat, dass für Führungskräfte das Wichtigste in Zukunft werden wird, Menschen immer zu erklären, warum sie tun, was sie tun. Weil ganz am Anfang damals gab es Geld, das Firmenauto, diese dicke Karotte. Aber niemand von Ihnen sitzt heute hier, weil jemand sagt, wir haben Geld, Firmenauto, die dicke Karotte. Jeder sitzt hier wegen dem, so warum, da gibt es eine Idee, da gibt es Emotionen dahinter. Und Unternehmen sind gut darin beraten, auf das zu setzen. Weil die Wahrheit ist, als ich in der Unternehmensberatung war, als ich in Unternehmen gearbeitet habe, in meinen 40 Jobs, habe ich diese Pyramide kennengelernt. Diese Pyramide geht aber davon aus, dass die Menschen da unten nicht wollen. Die wollen Befehlsempfänger sein, aber niemand von Ihnen hier ist Befehlsempfänger. Als ich mein Unternehmen gestartet habe, habe ich diese Pyramide einfach umgedreht. Ich verdiene nicht am meisten im Unternehmen, mein Partner auch nicht, wir sind an Stelle 10 und 11, glaube ich. Wir sind Dienstleister an die Company. Die Menschen, die da tagtäglich hinkommen, die können denken, die wollen. Bei uns im Management hat jeder die Aufgabe, die Träume der Menschen zu kennen, ihnen immer die Vision vorzuleben. Wir haben so viele Jobs bei uns, die total langweilig sind. Jemand, der jeden Tag nur sitzt und Videos schneidet, das ist kein cooler Job. Aber wir versuchen den Menschen immer zu erklären, warum sie tun, was sie tun. Bei uns verdient keiner viel. Die Leute bekommen Gehalt und viel Hoffnung, wie ich sie mal nenne. Weil wir sind ein Startup. Wir können uns nicht mehr leisten. Woher das Ganze kommt, das brauche ich jetzt gar nicht wissenschaftlich zu untermauern. Wir sind damit aufgewachsen mit dem Warum. Wir haben die Welt kennengelernt durch Geschichten, durch Warum. Kinder laufen rum und wollen von den Eltern immer wissen, warum und warum und warum und warum. Auch bei den Mädchen, die sogar mehr. Deshalb sind die auch viel smarter als Jungs. Ein Beispiel, das ich kurz bringen möchte, warum so wichtig ist für Organisationen. Also das Wort U-Bahn kennt jeder, wahrscheinlich in Deutschland auch. Ja. Ich glaub, oder heißt das hier U-Bahn oder Metro? U-Bahn, ja. Wer ist denn schon mal mit der U-Bahn gefahren? Gut, also jeder kennt das. Da steigt man ein und da vorne sitzt eine Person, die ziemlich anonym ist. Die U4 in Wien hat 2013, das sind die letzten Zahlen, die ich bekommen habe, 132 Millionen Menschen befördert. Hier vorne sitzt eine Person, die ist sehr anonym. In Österreich ist es immer dasselbe, wenn dort steht, die U-Bahn kommt in 4 Minuten, ist alles okay. Wenn das Ding plötzlich springt und da steht, die U-Bahn kommt in 7 Minuten, geht der Shitstorm los. Wow, 7 Minuten, na Frechheit, na bist du Depper, das muss ich warten. Und da wird herumgeschimpft. In Kuba, wenn jemand sagt, der Bus kommt um 16 Uhr, kann man froh sein, wenn der am selben Tag kommt. Ja? Und dort zuckt niemand aus, dort sind alle komplett entspannt und wissen, ja mein Gott, ja, Hauptsache alle gesund. In Österreich ist das wirklich so. Da wird ziemlich auch schnell geschimpft über die U-Bahn. Ja, es gibt dieses Bild von den Wiener Linien, dass die Leute, die dort arbeiten, faul sind. Der macht den Job nur, weil er nichts anderes bekommen hat. Der freut sich auf sein Weihnachtsgeld, auf sein Urlaubsgeld. Eigentlich ist ihm alles egal. Wir hatten das Riesenglück, gleich in der Anfangsphase von What You Do, den Patrick Czerny kennenzulernen. Das ist einer dieser U-Bahn-Fahrer. Unser Team ist zu dem hingefahren, um den zu interviewen. Da war niemand von der PR-Abteilung des Unternehmens dabei. Es gab kein Drehbuch. Wir haben einfach nur zu ihm gesagt, wir stellen dir unsere 7 Fragen. Und erzähle es einfach so, wie du es jedem Menschen erzählen würdest. Und das ist ein typischer Wiener, der hat jetzt keine Ausbildung gehabt, wie man jetzt richtig redet. Und ich bin interviewt und ich möchte einfach mal das kurz abspielen, weil wir haben bis zum Zeitpunkt, habe ich auch gedacht, dass der diesen Job wirklich nur macht, weil er halt nichts anderes vielleicht bekommen hat. Also ich muss mal sagen, ich bin einmal allgemein betrachtet auch schon ein bisschen vorbelastet, auch bei mir bei der Familie. Bei mir war der Großvater, Urgroßvater und der Ururgroßvater bei der Straßenbahn. Habe dadurch schon, vor allem von meinem Großvater halt, sehr, sehr viele Geschichten über die Straßenbahn gehört und so. Bin damit eigentlich groß geworden. Und es hat mich dadurch immer schon gereizt. Also es war immer schon ein Thema, das mich halt sehr interessiert hat. Und ich bin halt dann zur U-Bahn gekommen und mir gefällt es einfach, die Stadt zu bewegen. Ja? Ich sage mal, ohne öffentlichen Verkehr würde es drunter und drüber gehen, es wird gar nicht gehen. Ich kann einfach ein Teil davon sein. Ja? Und es ist einfach wirklich, so blöd das klingt, es ist ein Highlight, wenn man noch auf jemanden wartet, ja, und der sich richtig bedankt und so richtig Freude strahlt und sagt, ja, super, danke, Herr Fahrer, dass Sie auf mich gewartet haben. Vor allem die älteren Leute machen das halt sehr, sehr oft, da kommen sie noch vor. Und es ist halt wirklich super, es baut einen auch wirklich auf. Und wenn man wirklich einen schlechten Tag hat und dann kommt sowas, dann sitzt man schon wieder Freude strahlend in der U-Bahn drinnen. Ne? Die PR-Abteilung der Wiener Linien hätte dieses Message nicht besser formulieren können. Die hätten das nicht mal gewusst. Da kommen dann ein paar Wahnsinnige her und fragen den, warum er das macht, was er tut. Und das Witzige ist, jeder Einzelne hier hat auch ein Warum. Nur wie oft im Unternehmen kommt jemand zu Ihnen und sagt, warum tust du das wirklich? Und hakt ein bisschen nach. Wir kommen ja nie dazu, das wirklich zu erklären. Und alle Leute, die heute hier sitzen und morgen beim Barcamp sich einbringen, sind hier drinnen wegen einem Warum. Das heißt, euch brauche ich das nicht erklären. Er ist der beste Botschafter, aber nicht, weil da die Kohle da ist oder so, sondern er weiß jeden Tag, warum er die Dinge tut, die er tut. Und Organisationen heute, die in dieser schnelllebenden Welt einfach existieren wollen, die sich weiterentwickeln wollen, müssen eines verstehen, was 2005 in einem super Buch drin war von Mefford. Der hat gesprochen über identitätsorientierte Führung, wo er gesagt hat,
Wenn ein Unternehmen die eigene Identifikation nicht kennt, nicht erklären kann, so warum es in dieser Welt ist, wie soll man denn dann überhaupt Menschen finden, die motiviert sind, die tagtäglich bereit sind, sich hier den Arsch aufzureißen? Und der Grund dafür, warum das so wichtig ist in der heutigen Welt, möchte ich auch ganz kurz zeigen gegen Ende, indem ich mal versuche, euer eigenes Leben zu spiegeln. Okay? Zwei Fragen in die Runde. Wer hat sich die Eltern ausgesucht? Zeigt's mal auf. Ja, niemand? Alle lächeln immer nur. Wer hat sich ausgesucht, wo er geboren wird? Das habe ich kurz vorher gesagt, das ist ein purer Zufall. Ja? Die Menschen, durch ihr Leben laufen und sagen, mein Leben ist voller Pläne. Und ich weiß, ganz ehrlich, das ist nicht euer Verdienst, ob ihr in Deutschland geboren seid, ob ihr Mann seid oder Frau seid. Das ist Glück, das ist Zufall. Da könnt ihr euch nicht selber auf die Schultern klopfen. Das muss euch bewusst sein. Euer Leben startet mit einem puren Zufall. Laut Weltgesundheitsorganisation werden wir 82 Jahre alt. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen besser wird, weil ich möchte über 100 werden. Aber wir starten mit einem Zufall. Die ersten 20 Jahre unseres Lebens sind vorbestimmt durch die Hoffnungen und die Ängste unserer Eltern und deren Umfeld. Wenn der Vater zur Tochter sagt, Frauen haben in der Technik nichts verloren, dann wird das Kind das leider glauben und damit heranwachsen. Und das ist dann die Welt für dieses Kind. Irgendwann mit 20 Jahren kommen wir auf den Arbeitsmarkt. Plus, minus, ob wir jetzt noch studieren gehen oder als Azubis anfangen. Die Arbeitswelt dauert fast 60% unseres Lebens. Und wer dann noch das überlebt, bekommt dann eine Rente mit 67 in Deutschland, soweit ich weiß. Wenn es das dann noch gibt. Der durchschnittliche Europäer schläft 7,5 bis 8 Stunden, was auch sehr gesund sein soll, laut Ärzten. Wenn man Menschen, die erfolgreich sind in ihrem Job oder den Job gern machen, fragt, wie viel arbeitest du eigentlich? Sagen die, naja, im Büro bin ich vielleicht so 8, 9 Stunden, aber ich checke in der Früh schon meine Mails, am Abend vorm Schlafengehen checke ich noch meine Mails und dann fahre ich noch in die Arbeit, ich fahre nach Hause, dann rede ich ja auch am Abend wieder über die Arbeit, wie es war. Also ganz ehrlich, mein halber Tag ist Arbeit. Und wer ein bisschen rechnen kann, und ich gehe davon aus, dass das jeder kann, wird sehen, dass sich dieser klägliche Rest Leben nennt. Das sind 4 Stunden am Tag. Kino gehen, kochen, sich mal mit Freunden über andere Dinge austauschen. Und das ist das Leben von uns allen. Nur die heutigen Menschen, die haben einen ganz großen Unterschied zu vor 30, 40 Jahren. Die Brigitte Ederer, die bei uns im Board ist, hat mal erzählt, bei Siemens hättest du bei Siemens vor 20 Jahren alle 5 Jahre den Job gewechselt, hätte jeder gesagt, du bist unzuverlässig, du bist ein Jobhopper. Wenn heute jemand alle 4 Jahre den Job wechselt bei Siemens, sagt niemand mehr, dass das komisch ist. Das ist dann eine Weiterentwicklung. Ich habe mich weiterentwickelt. Jemand, der heute die Schule fertig macht, in Deutschland und Österreich, hat bis zum Eintritt seiner Pension oder seiner Rente über 10 Anstellungsverhältnisse. Auf 50 Jahre gerechnet ist es wirklich eine Welt, wo wir alle 4 bis 5 Jahre den Job wechseln. Und das ist heute Fakt. Das ist keine Zukunftsmusik. Und demgegenüber steht die Perversität von 100.000 Jobtiteln. Und das Leben selbst beginnt mit einem kompletten Zufall. Das bedeutet, dass Unternehmen und Organisationen noch nie so austauschbar waren wie heute. Und hängen bleibt nur derjenige, der ganz genau jemanden einen Sinn gibt. Und zum Abschluss möchte ich eine Sache herzeigen, weil dann die Unternehmen nämlich mal den Fehler machen, die gehen dann zu einer PR-Agentur und sagen, wir brauchen jetzt ein neues Branding und wir brauchen unser Mission Statement und reden nicht nur an eigenen Menschen, die im Unternehmen sind. Ich würde mir Unternehmen wünschen, die genauso wie hier sagen, wir machen jetzt eine Art Barcamp. Wir binden mal die Menschen ein und lassen die mal reden, anhand ihnen vorzugeben, wie sie denken sollen. Wir haben die letzten 3,5 Jahre mit 4.000 Menschen auf der ganzen Welt gesprochen. Vom Straßenmusikanten bis zum Friedensnobelpreisträger. Das Interessante ist, wenn man so mit Menschen spricht und ihnen die richtigen Fragen stellt, führt man heraus, dass jeder Einzelne, der seinen Job gern macht, ganz genau weiß, warum er seinen Job macht. Jeder Mensch hat eine Gabe oder mehrere Gabe. Verstehst du? Was der Mensch muss machen, ist herausfinden. If you can dream it, you can do it. Und wenn jemand was anderes sagt, dann stelle ich einfach taub. Such dir etwas an das, was glaubst. Wenn es nicht eh schon da ist oder wenn es da ist, schau, was es genau ist. Entrümpel das von all dem, was sozusagen unnötig ist. Wenn jemand das macht, wo glaubt, dass er Talent hat und dass er das gern macht, dann muss es richtig sein, es geht ja gar nicht anders. Egal, was dir peinlich erscheint oder deinen Klassenkollegen oder sozusagen diesem Milieu peinlich erscheint, übe das aus. Es steht halt wirklich jedem die Welt offen und wenn ich einen Traum habe, dann kann ich den verwirklichen. Wenn du hier authentisch bist, wenn du hier das rüberbringst, was du eigentlich bist und was du in dir fühlst und trägst, dann hast du gewonnen. Und wenn man offen ist und hoffentlich offen bleibt, kann
kann man persönlich sehr wachsen, daran, dass man eben die Chance hat, ganz unterschiedliche Meinungen zu hören. Im Leben soll man Spaß haben und man arbeitet viel im Leben. Das heißt, wenn ich in der Arbeit Spaß haben kann, dann ist mein Leben eigentlich fast doppelt so lang. Egal was du machst, mach's immer ein bisschen besser, als was du eigentlich selber von dir erwartet hast. Wenn man jung ist, muss man viele Türen auflassen. Man muss Erfahrungen sammeln. Sich auf sein Herz verlassen, was das Herz sagt. Wenn ich darauf gehört hätte, was die Freunde meiner Eltern gesagt haben, die Freunde meiner Mutter, die haben gesagt, lass den Jungen doch was Anständiges lernen, lass ihn Medizin, Jura, Betriebswirtschaft, sonst was machen. Er interessiert mich einen feuchten Pups. Mich interessiert Sport. Ich habe meinen Lebtag nichts anderes gemacht als geschrieben, gespielt und geprobt. Der Hauptgrund, warum ich das alles überhaupt angefangen habe, ist die Möglichkeit zu reisen. Man sollte auch Ruhe bewahren und schauen, dass man halt alles besser macht. Also wenn du eine Regel siehst und du denkst, die macht keinen Sinn für dich, dann darfst du sie brechen. Das ist sogar deine Aufgabe, sie zu brechen, weil dann entsteht sonst nichts Neues. Geht nicht, gibt's nicht. Die Hummel kann physikalisch auch nicht fliegen, aber sie tut's trotzdem. Damals in der Hauptschule hat meine Handwerkslehrerin zu mir gesagt, du nicht motzen, sondern tu was. Nein, nein, nein. Wird alles gut, du bist eine geile Sau und zieh die Nummer durch. Was ich nur von dem ableiten kann, ist, dass jeder Einzelne von euch in seinem eigenen Schicksalsbusiness ist. Es gibt Dinge, die man in dieser Welt sieht, die einem überhaupt nicht passen. Zu warten, bis jemand kommt, der das verändert, kann man lang warten. Diese Person kommt nie. Es gibt Regeln im Leben, die sollte man brechen, wenn man einfach nicht dran glaubt. Aber nicht das Gesetz, bitte. Ja. Das sage ich auch immer. Was mir einfach im Leben oft aufgefallen ist, dass es Menschen gibt, die das verändern wollen, aber die tausend Gründe sehen, warum es nicht geht. Kein Geld, keine Möglichkeit, ich traue mich nicht. Ich habe einmal einen Satz in meinem Leben gehört, der mir jeden Tag den Arsch rettet, wenn ich mich etwas nicht traue. Man sollte sich jeden Tag fragen, was das Schlimmste ist, was einem passieren kann. Und wenn man keine 4 Kinder zu Hause hat und keinen Hauskredit, den man jetzt bezahlen muss, über 3 Millionen, wahrscheinlich gar nichts. Danke.